Bettenfresser Games präsentiert Let's Play Together Minecraft. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Together Minecraft mit dem Cloud und dem... Und dem Daniel. Der hier so rumwirft. Huch, was mache ich denn? Ich zeig mal den Leuten meine schöne Krone. Deine schöne Krone? Ja, ich habe eine Krone auf dem Kopf. Hüpf, aber ja, nichts wirklich. Weiter an. Warum habe ich nichts weiter an? Ich müsste mir mal Ich brauche keine Krone, um cool zu sein. Bauen. Was machen wir denn heute eigentlich, sag mal? Weiß ich noch nicht so richtig. Also so richtig Pläne habe ich nicht. Zuschauer weisen immer wieder darauf hin, es soll doch endlich eine Brücke oder ein Übergang gebaut werden oder so. Ja. Und ich habe auch schon einen Plan, was wir da machen. Aber ich verrate es noch nicht. Okay, das ist ja toll. Ist ja supi. Der Mega-Teaser. Und was machst du jetzt? Ich werde jetzt gucken, ob ich mir noch irgendwie was Schönes bauen kann oder nicht. Haben wir noch irgendwo Diamanten rumliegen? Nee, glaub nicht. Vielleicht gehe ich einfach farmen. Was Schönes bauen. Also ich meine, was macht man? Ja gut, farmen tut man, ne? Das wäre die zweite Alternative in Minecraft. Ja. Oder man geht Monster schlachten, was wir aber ja eigentlich, das machen wir eigentlich nebenbei. Ja, das ist ja... Ne? Ich weiß gar nicht, mein Kistensound kommt mir gerade so laut vor. Voll die lauten Kisten. Ja, liebe Zuschauer, ich trampel hier übers Feld, weil ich überlege, was ich baue. Noch nicht den Übergang, das ist mir jetzt gerade zu blöd. Und da würde ich noch ein bisschen drüber nachdenken. Der Übergang ist der Wunsch unserer Zuschauer, ist dir zu blöd. Nein, die Überlegung, wie ich diesen Wunsch erfülle, ist mir zu blöd, beziehungsweise nicht zu blöd. Also jetzt gerade ist er mir noch zu blöd. Ich denke ja darüber nach, wie ich diesen Wunsch erfüllen kann. Ach so. Und je länger ich darüber nachdenke und ich hoffe, dass die Länge meiner Überlegungen zusammengeht mit einem dementsprechend guten Ergebnis. Ja, das hast du ja super mit Wasser vollgefüllt hier. Oh Gott, ich werde da reingetrieben. Oh. Ja. Habe ich doch, oder? Das sollte doch da... Hat da Wasser rein? Nee. Ja, da läuft Wasser rein, aber halt. Das ist super. Kannst du ja runtertreiben lassen. Hui. Boah, cool. Ich dachte, wir machen da so richtig. Ja, da sollen See draus. Da sollen noch mehr dazukommen, ja. Was war denn jetzt hier Möhren runter? Ich dachte, du hast Hunger. Zack, blub. Haben wir auch wieder geschwommen. Ach ja, Minecraft. Immer wieder schön hier zu sein. Ja. Ja, naja, also Bauideen. Was ist eigentlich aus deiner Burg geworden? Oh Gott, die Burg. Ja, da war doch was, oder? Fast vergessen, Alter. Ja. Warte, was habe ich denn alles dabei? Theoretisch könnte ich da mal wieder hingehen. Was ist denn das hier eigentlich? Wieso geht denn die Mauer jetzt hier weiter? War das schon Weil immer die so? Da weitergeht. Okay. Ja. Nee, das war nicht immer so. Das habe ich irgendwann mal so gemacht. Okay. Aber... Ich habe da ein bisschen Kritik gehört, muss ich sagen, in deiner Äußerung. Der komme ich gerne nach und fülle das mal auf hier. So. Ja, zack. Mach mal. Herrlich. Ich werde einfach mal rumlaufen. Gucken, was mich so erwartet. Ja, ich laufe einfach mal rum. Ja. Möchtest du mitkommen zur Burg erstmal und von da aus losziehen? Ja, das ist eine Idee. Also Burg in Anführungszeichen, ne? Aber müssen wir hier lang? Nee, müssen wir das? Ja, klar. Müssen wir doch gar nicht. Bist du sicher? Ja. Das heißt, also wir müssen nichts, das stimmt schon. Es gibt viele Wege dahin. Okay, erst inzwischen kommen wir gar nicht weiter nachher. Ich bin heute noch nicht so richtig. Ich bin heute schon so ein bisschen im Urlaubmodus. Heute ist ja der Donnerstag vor meinem Urlaub. Ui. Was ist denn hier für ein Kackstift hier? Was ist denn das hier? Ja, mach mal weg. Ja. Habe ich gebraucht, um da die Mauer zu setzen. Wo ich das gerade sehe. Schön ist anders. Machst du das hier mal weg? Kannst du das gerade? Was ist das hier? Ja, Weg? Dieses Zeug da im Wasser. Ja, genau. Dein Steg? Ja, das stört mich schon seit ewigen Zeiten. Warum machst du es denn nicht weg? Ja, du warst nie in der Nähe. Deine Mutti. Ja, auf jeden Fall ist heute der Donnerstag vor meinem Urlaub und ich bin schon so ein bisschen im Urlaubsmodus. Mhm. Bereite mich da auch schon so ein bisschen mental drauf vor. Mental drauf vor. Ja, man muss sich auf seinen Urlaub vorbereiten, ne? Man kann ja nicht einfach so einen Urlaub starten. Nee, heutzutage ist Urlaub ja nicht mehr Urlaub, sondern auch immer ein Stück weit. Abenteuer, Stress. Nee, also das werden wir. So bin ich da eigentlich gar nicht. Also ich mache das immer recht entspannt, wenn ich in den Urlaub starte. Ja, das ist wichtig. Ja. So, wo bist du denn jetzt eigentlich? Unter Wasser. Ja, ich gehe Richtung Burg. Oh, da liegt ein Ei. Ich züchte jetzt einen Huhn. Ob ein Huhn bei rauskommt. Flup.
ja, coole Hühnerzucht, indem du Eier an die Wand wirfst. So, ich habe jetzt keinen Plan, wo du bist, aber ich gehe einfach mal zur Burg. Wir müssten uns ja theoretisch irgendwie da treffen. Ja. Kein Huhn. Ah, da hinten. Ja. Ich sehe dich schon. War kein Huhn drin. Oh, kein Huhn. Schade. Ich mag die Hühner. Die sind ja auch nur in jedem siebten Ei. Oh. Das Huhn hat einfach, wurde nicht befruchtet. Oh. Das Ärmste. Ist das ein schwarzes Huhn? Nee. Ist, achso, nee, ist nur gerade im Schatten. Das Chicken wurde schon nicht befruchtet. Unbefruchtetes Chicken. So. Ah. Was denn? Nichts, ich freue mich mal wieder zur Burg zu gehen, beziehungsweise das, was wir da Burg nennen. Also das ist ja eigentlich nichts. Weiß schon gar nicht mehr, wo es lang ging. Ich schon. Glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, dass es hier irgendwo lang war. War das übers Wasser da? Ja, ich sehe schon. Wir laufen beide in eine ähnliche Richtung. Ja. Das senkt die Wahrscheinlichkeit, dass wir falsch liegen. Ja, oder wir liegen beide falsch. Das soll ja auch schon mal vorkommen. Ja, aber... Ja, nein. Ich meine, dass ich falsch liege, ist schon sowas von unwahrscheinlich. Ach so. Wenn du mir dann auch noch beipflichtest. Halbwegs. So, ja, voilà. Da ist schon... Stimmt, in diese Richtung, also in diese Richtung bin ich schon mal gelaufen, erst letztens. Darf ich tatsächlich mal irgendwie einen anderen Weg einschlagen? Ich müsste eigentlich mal irgendwo runtergehen. Wir hatten doch hier noch irgendwo so ein Loch, was noch zu erforschen war. Hier geht's gleich mal nach unten. Ich geh einfach mal runter. Ja, hau mal ab. Wir sind Fackeln schon. Wenn da Fackeln sind, ist das irgendwie nicht so sinnvoll. Nee, Fackeln sind das doof. Jo. Sonst geh doch mal, komm mal zur Burg und geh mal hinter den Berg weiter, weißt du? Ich glaube, da waren wir noch nie. Meinst du? Also in dieser Richtung, aber ich habe ja einen viel größeren Bogen drumherum geschlagen beim letzten Mal. Ist ein Lavasee? Ui, Lava. Ach ja, genau. Oh, ja. So nichtsahnend ist er da plötzlich, ne? Hier, ja. guck mal nach links. Hallihallo. Da in die Richtung meine ich. Mit deinem Knödel in der Hand. Da hängt da so ein Pöppel in der Luft. Pöppel? Hängt so ein Pinöpel. Ich will nicht, dass da so ein Graspinöpel hängt. Hm? Ich auch nicht, das ist voll hässlich. Kann man nichts machen. Aber rankommt, tue ich da nicht. So. Das ist ein Antipinöpel-Hilfsball bauen. Warum Ball? Anti-was? Ein Antipinöpel-Hilfssteg. Ja, mein Antipinöpel-Hilfsturm baue ich gerade. Was haben wir denn hier Schönes? Nichts Besonderes. Oh, ich habe gerade The Witcher 2 angezockt. Und? Ja, das wolltest du ja noch unbedingt mal. Und wie ist es? Auch nochmal richtig geil. Also ich habe nur das Tutorial gespielt bisher, aber das, was ich da gesehen habe, ist schon ziemlich krass. Grafisch sehr viel besser als Teil 1. Okay. Und Geralt eigentlich nochmal drei Nummern cooler, als er ohnehin schon ist und war. Das war der Hauptcharakter. Genau, ja. Ich freue mich wahnsinnig drauf, echt. Ich habe eigentlich gerade anderes zu tun, aber so ein, zwei Stunden The Witcher am Tag werde ich mir schon erlauben müssen. Okay. Müssen. Und wirst du es denn let's playen oder einfach nur so zocken? Das werde ich erstmal einfach nur so zocken, weil The Witcher ist halt... Oh, scheiße. Genau, das Thema hatten wir ja schon mal, da wolltest du ja noch überlegen, ob das vielleicht doch der zweite Teil... Ja, ich werde aber Teil 1 auch spielen. Also ich werde dann ein paar Sachen rausschneiden. Huch, ich muss was essen, sehe ich gerade. Ich habe eine Ruine entdeckt, also so eine Ruine. Nicht schlecht. Ja. Na Mensch. Ich stehe gerade in einer. Gehen wir da rein. ja, da werde ich dann ein paar Sachen rausschneiden, so wenn ich ein bisschen grinden muss und das ist notwendig. Boah, ich dachte gerade, da war ein Creeper. Alter. Wenn man halt grinden muss oder so, das werde ich rausschneiden. Okay. So ist es. Ich habe das nie verstanden, warum hier eigentlich, Schalter sind. Ich versuche das jetzt einfach mal mit den Schaltern. Oh, jetzt ist was passiert. Oh Gott. Alle Schalter umgelegt. Und, au! Au! 4, 5. Ich wurde von Pfeilen getroffen. Ich meine, ich könnte das ja auch einfach abbauen. Was machst du denn da gerade? Ich gehe in die... Ah, Pfeile. Verdammt. Ja? Ich gehe durch die Dings durch. Durch die Dings durch? Ja, durch den...
Sag doch mal. Ja, das Katakomben, ne? Die Katakomben. Ja, na, durch dieses. Boah, wird ja nicht getroffen. Ach Mensch, die Ruine. So. Und da gibt's halt Fallen. Die werden ja immer ausgelöst, egal welche Kombination ich dabei jetzt auswähle. Jetzt ist wahrscheinlich der Gag dabei, ne? Ja, das ist mir jetzt suspekt. Okay. Ich mach das einfach nach der guten alten Art. Und die lautet? Ich reiß einfach alles nieder und... Oh, ich packe mir Fackel her. Sehr gute Idee. Und fertig, dann kann mir nichts passieren. Plupp. So. Huch, ein Schwein. So. Ach, wie ärgerlich. Oh. Jetzt habe ich Bullshit gemacht hier. So, was haben wir in der Truhe drin? Smaragd, Knochen und Gammelfleisch. Ja, super. Oh, Alter. Das war da echt ein Creeper. Och nee, jetzt hat er die Türen kaputt gemacht, der Ficker. Das ist doch scheiße. Ich hasse Minecraft. Lass uns das Let's Play beenden. Nein. Du hast sowas von keinen Bock drauf, ne? Och. Halt's Maul. Och. Bemitleide deine Mutter. Deine Mutti ist bemitleidenswert. Nee, die hat voll den geilen Sohn. Ich glaube, das ist das Problem. Nee, gar nicht. So. Nee, gar nicht. Zack, zack, zack. Oh, jetzt habe ich kein Dirt mehr. Für was? Das ist schon wieder alles scheiße. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's für immer. Du bist heute sehr schnell am Aufgeben. Ja, Frustrationstoleranz tendiert gegen null. Das ist kompliziert dann. So, noch mehr Smaragd. Wir haben ein paar Smaragde zusammenbekommen. Ja, nicht? Und ein paar Pistons, das ist immer praktisch. Du hast Pistons. Oh, ach so, ach genau, da gibt es dann ja auch sogar. Pistons, ne? Ja. Und natürlich jede Menge bemooste Steine. Ich werde hier einfach mal. Oh, auch schick. Auch schick. Einfach mal alles niederreißen und uns ein bisschen was mitbringen. So, hier gibt es erstmal Glowstone für die Burg. Richtig hammerfett. Yay. Ist gar nicht so einfach, das vernünftig zu platzieren. Doch. Ist es. So. Die Zuschauer werden sich natürlich schon längst gefragt haben, was diese Cobblestones hier sollen. Ich mich auch. Du dich auch, natürlich. Denn dafür hast du ja zwei Bildschirme. Auf dem einen schaust du mir zu. Natürlich. Die führen einfach nur da hoch. Wozu? Deshalb, weil ja, warum nicht? Einfach weil ist so. Naja, weil die Cobblestones halt versteckt werden müssen. Ja. Glowstones in der Wand. Weißt du, die Mauer ist ja nur einen Block breit. Okay. Und wenn ich da Glowstone reinsetze, anstatt der Fackeln, und das möchte ich, das habe ich auch schon getan, dann sieht man die von außen. Aber das soll man natürlich nicht sehen. Ja. Oh, hier steht ein Crafting Table. Donnerwetter, so ein Zufall. Na sowas. So, haben wir hier noch viel zu viel Zeug dabei. Nee. Gar nichts Tolles. Es ist dunkel draußen. Ja, jetzt habe ich aber schon wieder die Taschen voll. Ich bin kaum losgelaufen, schon habe ich die volle Taschen hier. Das heißt, ich glaube, ich werde gleich mal nach unten fallen, zurückkommen. Scheiße. Ja. Und werde mal dir ein bisschen Zeug vorbeibringen. Nur Probleme hier, ne? Nur Probleme. Wieso? Was hast du denn für Probleme? Ich brauche Dirt. Ich muss mich da eigentlich nur hochbauen, um da was draufzusetzen auf die Steine, die ich gerade geplaced habe. Geplaced? Ja. Hoffe ich den jetzt überhaupt richtig? Ja, ich glaube schon. Oder? Nee. Ich glaube nicht. Und ich habe große Hemmungen, hier Dirt abzubauen, weil ich dann das Gefühl habe, dass das künstlich aussieht und nicht mehr so natürlich wie vorher. Und deshalb versuche ich irgendwie so abzubauen, dass es noch einigermaßen unberührt aussieht, unbefleckt. Ich sehe meine Fackel, die ich irgendwann mal auf diesem hohen Berg gesetzt habe. Vor Ewigkeiten. Verpiss dich, ey. Boah, verpiss dich, habe ich gesagt. Ja. Das ist meine Fackel. Runtergebamst. Na sowas. Was, du hast eine Fackel gefunden? Ich habe doch damals mal so eine Fackel da oben auf dem Berg draufgesetzt. Die sehe ich jetzt von hier aus und habe einen Anhaltspunkt, wie ich nach Hause komme. Oh. Ja. Irre. Schlau wie er ist, weißt du, hat er vorgesorgt. Ja, wow. Ja.
Du musst dann einfach den Unterschied erkennen. Oh. Sei mal nicht genervt. Das ist voll eine gute Kampagne. Das stimmt. So. Siehst du? Weil ich das Gefühl habe, dass du sie zu entwerten versuchst. Nee, gar nicht, gar nicht. Ich finde die ja auch gut. Da sieht man einfach mal den Unterschied dann, ne? Wenn man das erkannt hat. Wenn man ihn denn erkennt, ja. Wie hieß das andere noch? Was? Nicht Unterschied, sondern... Aber ja, was du neulich erzählt hattest hier im Let's Play. Was hatte ich denn erzählt? Ich weiß nicht, das ist der Sinn eines Let's Plays ist, irgendwie sehr viel zu erzählen. Ja, aber natürlich sich die Dinge auch zu merken. Ach so, das war noch nie meine Stärke. Ja, merke ich. Warte mal, worum ging es da denn? Da sollte man auch irgendwas erkennen, glaube ich. Wackelbilder, so Punkte in so einem Augentest. Ja, auch. Das macht Peter ja auch gerne. Jetzt habe ich meinen Anhaltspunkt verloren. Ah, liebe da. Zuschauer, guck nochmal alle Folgen durch, bitte, und schreibt dann in die Kommentare, was ich meine. So. Gute Aufgabe, ja. Ja, die haben ja sonst nichts zu tun, oder was glaubst du, weshalb sie guckt sich irgendjemand Minecraft an? Ja, vor allem dieses Let's Play hier. Tja, boah. Ah. Ich hab die mega Idee. Die da wäre? Ha, sag ich dir doch nicht. Huch. Ah, das sieht behindert aus. Das sieht richtig behindert aus. Ich würde das Ei mitnehmen. Blup. So. Die sind ein Haufen Fackeln. Ah, da ist die Burg. Jetzt habe ich's. Jetzt hast du sie? Ja. Jetzt überlege ich aber, wie ich hier runterkomme, ohne kaputt zu gehen. Flup, 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 flup. Ah, da hier, ist die Burg. Die Brücke. Hier ist die Burg. Ich muss jetzt zur Brücke. Oh, ja. Huch. Zur Brücke. Ach, da. Von da kommst du. Alles klar. Ach, ich mach jetzt einfach hier auch ins Wasser. Komm dann wieder hoch. Oh, es regnet. Ich geht. Mann. Ja, und es ist dunkel, ne? Sollen wir uns mal ins Bett legen? Ja, jetzt, wenn es regnet und dunkel ist, ist es immer blöd mit den Fackeln. Wir denen so einen tollen Widerschein geben. Ja, ich muss sowieso einfach die Kisten etc. loswerden, damit ich dann wieder los kann. Also ja, wir können uns auch gleich sowieso ins Bett legen. Wenn weil das war kannst. Eine der langweiligsten Folgen überhaupt, glaube ich. Glaube ich auch. Wir haben nicht mal was erzählt diesmal. Nicht so wirklich. Was ist das hier draußen? Es brennt denn hier? Ja. Ich hasse diesen Regen, diesen lauten. Ja, lass uns mal, hier geht's ins Bett. Ja. Zeit fürs Bettchen. Mir zu laut hier draußen. Ich war ja unten, ne? Ja, du warst unten im Keller, genau. Da ist aber gar kein Bett mehr. Ich schlafe hier oben im Regen. Liegst du schon? Nee, noch nicht. Da. Ja. Jo. Gut, okay, na dann. Das war das, würde ich sagen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, bis demnächst. Tschüss.